Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Talkrunde. Ich habe mir mal wieder einen Gast eingeladen und ich glaube, den Gast, den muss ich jetzt nicht unbedingt jedem vorstellen. Der ein oder andere, der sich mit Fotografie beschäftigt, der hat sicherlich schon mal von Paul Ripke gehört. Hallo. Paul, ich freue mich, dass du hier bist. Es ist ja glücklicherweise jetzt nicht der weiteste Weg gewesen. 170 Meter, ziemlich genau. Luftweg, wohne ich hier entfernt. Mein Studio ist 47 Kilometer Richtung Norden. Ja. Aber ja, ich wohne hier sehr in der Nähe und sehr schön. Ich bin ein bisschen neidisch auf die Stadtnutzung und aufs große Kamera-Setup, was ich hier gemacht habe. Da können wir ja ein andermal drüber philosophieren. Ne? Absolut. Aber du weißt ja, uns ist für tolle Gäste nichts zu teuer. Das ist schön. Okay, genug der Schleimerei. Wir wollen uns ein bisschen über Fotografie unterhalten, ein bisschen über das, was du treibst, aber auch so ein bisschen allgemein über das Fotografenhandwerk, Business und so weiter. Ich finde es immer super klasse, überhaupt erstmal was über den Menschen zu erfahren, weil, also gerade so der Werdegang, ich meine, man hat dich im letzten Jahr, warst du sehr präsent durch diese ganze Fußballgeschichte, aber das hat ja irgendwann mal angefangen mit der Fotografie. Erzähl mal ein bisschen, wie bist du dazu gekommen? Ja. Also der klassische, ich bin in Heidelberg aufgewachsen, bin das zweite Kind verwöhnte Kind. Ich habe einen 8 Jahre älteren Bruder und mein Vater war Arzt, meine Mutter ist Rechtsanwältin und die haben nicht schlecht verdient. Mein Vater hatte so ein fotografisches Hobby und hatte sehr viele Kameras und mein Bruder war aber noch zu jung. Der hat nicht alles bekommen, was ich dann bekommen habe. Ich habe alle Sportausrüstungen dieser Welt, der ganze Keller ist voll mit irgendeinem Scheiß und ich habe schon mit 7 oder 8 angefangen, dann so nicht zufrieden zu sein. Das zieht sich leider bis heute durch, dass ich sehr, sehr selten zufrieden bin und sehr, mir wird sauschnell langweilig und ich will immer viel Sachen machen und so war es beim Fotografieren auch. Das kenne ich. Ja. Also ich finde es auch ganz cool, aber es ist für meine Mitmenschen, glaube ich, nicht immer einfach. Ich muss lachen, weil ich gucke gerade zu meiner Frau rüber und die grinst sich gerade ein. Deswegen. Auf jeden Fall hatte mein Vater sehr viele Kameras, die lagen so rum und ich habe immer fotografiert und wir haben auch so Fotoreisen gemacht, Vater-Sohn-mäßig und da habe ich irgendwann angefangen zu fotografieren und habe dann bin so mit Hip-Hop aufgewachsen und war ein sehr, sehr schlechter Breaker, habe gesprüht, bin da erwischt worden, durfte nicht mehr sprühen und dann habe ich auch gedealt zwischendrin, gehört ja auch irgendwie zum Hip-Hop dazu, habe auch das mit 2 Jahren Bewährung beendet dann und habe dann mir irgendwas gesucht, wo man im Hip-Hop immer noch eine Rolle spielen kann. Und das war für mich das Fotografieren, weil damals war es tatsächlich so, dass wichtiger ist, Teil des Hip-Hop-Bewegungsdings zu sein, anstelle von wirklich fotografieren zu können. Ich habe ganz, ganz, ganz viele ganz schlechte Fotos am Anfang gemacht für ein Hip-Hop-Magazin namens Backspin. Wann war das? Da 2001 so ungefähr. Ich habe auch das erste Bild mitgebracht meines Lebens, DJ Tomic. Lass uns doch mal hier aufs genau. iPad gehen. Das ist der erste Auftrag, den ich je hatte. Das ist für ein ganz, ganz schlechtes Bild? Ja, es ist schon okay. Ist das aber schon okay, ne? Ja, es sieht jetzt ganz, aber naja, es ist schon echt mit einem Goldauflöser von unten einen weißen Menschen polnischer Herkunft zu fotografieren. Das würde ich jetzt heute nicht mehr machen. Und ehrlicherweise hatte ich auch da Glück. Also eins zieht sich durch, ich habe immer sehr, sehr viel Glück. Da haben wir erst drinnen fotografiert. Es war so die erste DSLR. Ich war riesenstolz, dass ich so die Kamera an den Fernseher anschließen konnte. Und war natürlich tierisch aufgeregt und habe die dann Tomic gezeigt, die Fotos, und war so, ich habe erwartet, dass er jetzt in Jubel ausbricht und alles voll geil findet. Das war aber eher das Gegenteil, er fand alles voll scheiße. Und dann ist er aber nochmal, er hat mich dann so ein bisschen gerettet und dann sind wir da hoch aufs Dach, wo man so Berlin im Hintergrund hatte und dann konnte ich da fotografieren. Achso, das heißt, zwischen diesen beiden Fotos war, das war jetzt nicht direkt hintereinander? Doch, das war hintereinander, die erste Runde habe ich gelöscht. Okay, also du hattest, okay, alles klar. Also der das ist also schon der zweite Versuch. Genau. Das war aber das erste bezahlte Bild tatsächlich für die Backspin. Die haben mir da sehr, sehr geholfen. Ich habe auch damals, ich mag investieren. Also ich glaube fest daran, dass sehr viel zurückkommt im Leben. Da war es auch so, dass ich habe mir eine Bahncard 100 gekauft, weil ich so total gern noch nach Heidelberg zurückgefahren bin, habe hier studiert. Und ja, das sind 3000 Euro gewesen, aber die fand ich irgendwie gut angelegt, weil das Einzige, was die Grenze damals war für Fotojobs im Hip-Hop-Bereich, waren die Fahrtkosten. Weil die hatten zwar immer 170 Euro pro Seite für ein gedrucktes Foto, die hatten aber eben nicht die 90 Euro noch extra für die Fahrtkosten. Und dadurch, dass ich, und die Realität ist ja, dass nicht, wenn man dann sagt, ich zahle das selber, schicken sie einen ja trotzdem nicht hin, weil sie nicht wollen, dass man 90 Euro hat.
Ich habe mir aber ausgedacht, wenn man so eine Bahncard 100 hat und sagt, es kostet mich ja dann gar nichts mehr, die ist ja eh schon da, dann schicken sie einen wirklich rum. Und das war auch so. Also die haben mich komplett durch Deutschland geschickt und ich durfte alles fotografieren, was ich wollte. Und das hat schon sehr, sehr, sehr krass geholfen. Und das wiederum habe ich jetzt gerade, ich war letzte Woche in L.A., weil wir da vielleicht so ein bisschen hinziehen wollen und habe mir da so ein paar Sachen angeguckt. Da ist mir aufgefallen, wie es eigentlich kam. Der Erstkontakt war nämlich so, dass ich ein halbes Jahr nach dem Abi in Amerika Praktika gemacht habe und da ein bisschen rumgereist bin in Kalifornien. Und ich war 20 und ich kam nirgendwo rein in die Konzerte und so weiter, weil die alle ab 21 waren in so Clubs, die ganzen Hip-Hop-Sachen. Und nach dem dritten Konzert, wo ich wirklich einfach nicht reingekommen bin, obwohl ich ein Ticket hatte und alles, habe ich mir einen Weg überlegt, wie ich da reinkomme. Und das war, ich habe einfach ein deutsches Hip-Hop-Magazin angeschrieben, die haben mir eine Akkreditierung geschrieben. Ich habe mich als Fotograf akkreditiert und habe mir irgendeine Kamera genommen, habe so getan, als ob ich fotografiere. Und dann kam ich rein in die Konzerte. Also manchmal muss man auch einfach mal ein bisschen kreativ sein. Ja, out of the box denken, Regeln nicht akzeptieren und die irgendwie, mache ich heute noch so. Deswegen sieht meine Hand so aus, weil ich versucht habe, eine Drohne zu fangen. Geht nicht. Du wolltest sie zum Rasenmäher umbauen. Ja, so ein bisschen. Hast du damals schon, war das schon so, dass du gesagt hast, okay, Fotografie wird mein Job oder war das nebenbei? Studiert hast du doch was anderes, oder? Ja, BWL habe ich studiert und habe auch, ich habe sehr früh eine GmbH gegründet, aus dem gleichen, was ich davor so gesagt habe, dass ein Rahmen da ist, dass quasi die Hürde nicht mehr da ist, dass man jetzt so der Trottelfotograf Mehrwertsteuer befreit und nebengewerbemäßig ist, sondern dass zwei, drei Sachen dann mal auch mal groß spielen kann. Und habe BWL studiert, das hat mich auch interessiert, aber habe ich nie zu Ende geschafft, weil dann irgendwann die Fotografie so losging. Das ist, ich glaube eher daran, dass man nicht langfristige Ziele haben muss und die dann unbedingt erreichen muss, sondern ich versuche so weit wie möglich zu schießen und irgendwas passiert dann. Ich habe, wie gesagt, sehr viel Glück gehabt im Leben und werde auch immer weiter Glück haben, glaube ich. Unter anderem aber auch, weil ich mag Leute total, ich finde das sehr interessant, es interessiert mich auch, die anderen Leute. Und irgendwer läuft einem dann über den Weg, der einem dann hilft und dann passiert irgendwas. Und ich glaube auch, also wenn jetzt die Fotokamera nicht da gewesen wäre, sondern irgendwas anderes da passiert wäre, dann würde ich halt heute eine Dönerbude haben oder, ich glaube, Herzchirurg wäre ich nicht geworden. Das ist was, das kann ich auch. Wie lange hat das gedauert? Das war ja so ein Prozess, ne? Erste Jobs, 170 Euro und bis du dann aber gesagt hast, hey komm, jetzt aber wirklich, ich bin Fotograf. Das habe ich erst gemacht, als ich wirklich das Studio übernommen habe. Ich habe sozusagen auch das komplette Zufälle, ich habe Hockeytraining gegeben, weil mir das Spaß gemacht hat, weil ich habe früher selbst Hockey gespielt mit einem Talent von minus 100, richtig, richtig schlecht, noch schlechter als mein Fußballspielen. Aber mir macht der Sport Spaß, also eine Gruppe und dann habe ich da so dritte Herren hier in Hamburg bei irgendeinem, ich habe einfach nur in Google eingegeben, Hockey Hamburg und die Typen mit der coolsten Internetseite, zu denen bin ich dann gegangen, die so ungefähr in der 7. Liga spielen, was so mein die gibt es nur in Hamburg übrigens, überall anders gibt es nur 3 Ligen im Hockey, aber in Hamburg gibt es 7 Ligen und ich habe mich da auch einsortiert und selbst da habe ich nicht Stamm gespielt, also ich wurde immer eingewechselt manchmal, wenn ich durfte. Und da hat dann irgendwann einer gesagt, der hat eine Jugendmannschaft trainiert, eine Mädchenmannschaft, 10-jährige Mädchen, 11-jährige Mädchen, der konnte dann nicht, weil er Jura studiert hat und ob ich das an dem Abend mal machen kann, hat riesen Spaß gemacht. Und dann habe ich so langsam da auch übertrieben und habe das dann irgendwie alles übernommen. Irgendwann habe ich den gesamten weiblichen Jugendbereich neben dem Studium so ein bisschen gemacht. Einfach wirklich aus Bock, aber auch aus Geld. Also es war bezahlt, irgendwie mit 6 Euro die Stunde oder irgend sowas. Und ein perfekter Nebenjob geht nicht. Immer von 15 bis 19 Uhr, hat Spaß gemacht. Und ich habe da schon ein Kind gehabt und habe das mitgenommen, habe es nebendran gestellt. Die Mädchen fanden das alle lustig. Und es hat auch einen Effekt gehabt. Hat voll Bock gebracht. Habe ich sehr, 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 sehr viel gelernt, was ich heute immer noch, also gestern haben wir für Nike einen Bolzplatz Shooting so gehabt, wo wir so halt so 45 Leute irgendwie koordinieren müssen. Das, was ich da kann, kann ich nur wegen Hockeytraining, wenn man verzogene Hamburger Vorortgören, 11 Stück davon zu Spaß an einem Sport, den sie eigentlich nicht betreiben wollen, bekommt, dann kriegt man auch Fußballer zu anderen Dingen. Also ich habe da so ein bisschen gelernt, wann man laut reden muss, wann man ansprechen muss, wann man dies und das, und das hat vor allem Bock gebracht. Und der Vater von einem der Kinder hat dann irgendwann am Hockeyplatz gesagt beim Abholen, so, sag mal, du machst da Fotos auch und ich habe eine Firma und da brauchen wir ganz viele Fotos für Aldi, weil wir liefern an Aldi und die müssen fotografiert ausgeliefert werden. Und da hat er mich gefragt, ob ich mir das mal angucken will, weil sie so unzufrieden mit dem Fotografen waren und den rausschmeißen wollten. Und dann habe ich wiederum, auch das zieht sich durch, nicht nur, also die
ganz viele Dinge in meinem Leben sind passiert, auch One Night in Rio oder sowas, weil ich nicht, also die Frage gibt es ja gar nicht, das Thema gibt es gar nicht, sondern ich bin ganz okay darin, mir irgendwas auszudenken, woran ich dann vielleicht Spaß haben könnte. Und das war in dem Fall einfach mein eigenes Studio. Ich wollte nicht angestellter Fotograf irgendwo sein, sondern dann habe ich so ein Konzept geschrieben. Also das ist völlig übertrieben, das war mehr oder weniger eine E-Mail. Und habe ihm gesagt, so und so könnte es funktionieren. Und ich glaube auch nach wie vor daran, dass Fotografie nicht in der Festanstellung, weil es lebt von Einsatz, von persönlichem Dings. Und man kann zu allem immer sagen, oh, die Woche ganz schwierig, kann ich nicht mehr. Oder die Woche kann ich 5-mal um die Welt fliegen und geile Sachen fotografieren. Dementsprechend habe ich gesagt, wir müssen so einen Rahmenvertrag zwischen zwei Firmen. Da war die RIP GmbH Gold wert. Die gab es da aus, schon? Ja, oder hast du die deshalb gegründet? Die habe ich echt mit 19 gegründet, aus reiner Angeberei, weil ich unbedingt mit einer 1 vor meinem, also ich habe das so 3 Wochen vor meinem Geburtstag gegründet, damit ich immer erzählen kann, in so Situationen, ich habe mit 19 meine GmbH gegründet. Behämmert, oder? Ja, aber so ist ja, was ich natürlich abgefahren finde, ist einfach, dass du, ich meine, mittlerweile hast du das Standing, einfach zu sagen, ich habe es aus dem Grund gemacht. Ne? Ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass es einige Leute gibt, die einfach Dinge rein der Optik wegen machen, damit es gut aussieht. Voll, aber die meisten spinnen sich dann hinterher irgendeine heroische Geschichte drum herum, wie das eigentlich gewesen sein müsste. Das war richtig. Ja. Ich habe so einen Patenonkel, der so ziehvatermäßig ist, und dem habe ich so ganz stolz dann meine erste Visitenkarte geschickt, die ich sofort gemacht habe. Und da habe ich, also ich bin sozusagen Gesellschafter und Geschäftsführer. Mhm. Und dann habe ich draufgeschrieben auf 5000 Visitenkarten geschäftsführender Gesellschafter, was es überhaupt gar nicht gibt. Ja. Was total hirnrissig ist und was einfach völliger Schwachsinn. Und ich war aber stolz wie Bolle. Ja. Und er hat mich natürlich nur ausgelacht. Aber ich habe sie trotzdem verteilt die ganze Zeit, weil es mir dann auch wurscht war. Auf jeden Fall hat da die GmbH sehr geholfen, gleich einen guten Rahmenvertrag zu machen. Habe dann auch wieder jemand anderen gehabt, der mir da geholfen hat. Es gab so 2 Fotografen hier in Hamburg, die haben bei mir im Haus gewohnt. Und zu denen bin ich immer trottelig hin und habe sie genervt mit irgendwas, dass ich auch Fotos machen will und bla bla. Und die haben dann, weiß ich noch, zum Gespräch mit dem Rahmenvertrag haben die gesagt, du musst jetzt heute einmal ein Arschloch sein, einen Tag, und gutes Geld verlangen. Davon zehrst du dann 5 Jahre. Und so war es tatsächlich auch, dass ich, der erste Vertrag war sehr gut, ist immer noch der gleiche Vertrag bis heute. Und ist jetzt nicht, also ich kann davon nicht riesenreich werden. Das ist dann werden, jetzt aber auch schon aber 10 Jahre her, oder? 8 Jahre, genau. Das ist das 8. Jahr jetzt. Und, aber trotzdem ist es eine Base, ist eine solide Sache. Mhm. Ich weiß, was passiert. Ich habe eine Planbarkeit, ich habe eine Jahr-Kündigungsfrist. Ich weiß, was, also für mich mega, mega, mega gut, so ein Fallback zu haben und eine Basis zu haben. Ist zwar in Norderstedt, aber ja. Aber auch das Zufall, weißt du, der Hockey-Typ, der war so immer und dann passiert das so und ist aber ein sehr, sehr, sehr entscheidender Moment, weil, also genau diese Firma, die Aldi beliefert, hat wiederum eine Lizenz mit dem DFB. Der DFB, jetzt wird es sehr kompliziert, aber egal, der DFB wiederum hat quasi einen Vertrag mit denen über die machen so Gartenzwerge für Rewe mit einem DFB-Logo drauf oder Tischkicker oder was auch immer, das produzieren die alles. Ist alles nicht das Schönste der Welt, aber ganz schön große Zahlen, die da über den Tisch gehen. Und in diesem Vertrag steht, warum auch immer, dass Medialeistungen von mir, also Paul Ripke steht da drin als Name, was verkauft werden kann an den DFB, die Miles zwischen dem DFB. Das ist vom Vorgang her wirklich was überhaupt gar nicht möglich ist. Also mich kann man ja nicht weiterverkaufen. Wenn ich irgendeinen Auftraggeber, kann der nicht sagen, du fotografierst jetzt einen Tag, was auch immer. Ich habe das auch gewusst, aber ich wollte halt, tatsächlich habe ich echt schon so vor 5 Jahren gesagt, ich will, wenn Deutschland Weltmeister wird, in der Kabine fotografieren. Und deswegen war mir das scheißegal. Wenn ich irgendeinen Bezug zur Nationalmannschaft finde, dann ist es auch gerne darüber, dass ich verkauft werde. Und das waren die ersten Shootings. Die waren wirklich für die Merchandising-Abteilung und dann auch im Trikot zwar schon, aber also die Wege, das ist null planbar. Es ist null was auch immer. Aber ich glaube, alle auf diesem Weg haben immer die Meinung gehabt, dass ich Spaß daran habe. Das habe ich auch wirklich. Also ich mache das aus Überzeugung. Und damit kann man, glaube ich, Leute muss dich jetzt bremsen, weil die Fußballnummer, da kommen wir nachher noch zu. Ja, nochmal zurück zum Anfang. Inwiefern, oder also man hat ja schon das Gefühl, dass du für die Fotografie auch brennst. Also dass es jetzt nicht einfach so ist, dass es ein reiner Job ist. Aber inwiefern, sag ich mal, bist du auch Hobbyfotograf? Nimmst die Kamera mit in Urlaub, Kinder, Familie? Ist das was, ist es irgendwann umgeschlagen, dass du gesagt hast, Mensch, ich sag wirklich, Fotografie ist mein Job
und habe andere Hobbys oder gibt es da immer noch ganz viel Überschneidung? Weil ich meine, du ziehst halt, jetzt letztens warst du in L.A., da hast du ein paar ganz coole Bilder mitgebracht, die im Prinzip ja auch mehr so Urlaubsfoto. Ja, also, aber wenn ich wirklich privat unterwegs bin, also im Januar zum Beispiel war ich wirklich fünf Wochen komplett raus, weil letztes Jahr Wahnsinn war. Und da mache ich kein einziges Foto. Und da bin ich auch sehr, sehr froh, 5 Wochen keine Kamera in der Hand zu haben. So ehrlich muss ich sein. Meine Kinder fotografiere ich ganz, ganz wenig. Meine Frau fotografiere ich nie. Das ist schon sehr, sehr viel Arbeit für mich. Also es ist aber ich versuche... Liegt das an deinem Anspruch, dass du sagst, wenn du die Kamera in die Hand nimmst, dann muss da auch was Anständiges bei rauskommen? Also dass du sagst, auf ein Handyfoto habe ich gar keinen Bock oder so? Ja, so ein Handyfoto mache ich schon, aber ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber ich finde es ganz angenehm, auch mal nicht zu fotografieren. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, dass ich einfach irgendwann überdrüssig bin. Und also, ich muss schon sagen, dass ich jetzt nicht der krasseste Künstler der Welt bin und so. Mir wird ganz schnell langweilig, ich merke, je länger ich das mache, desto weniger kann ich mich mit einem Foto wirklich lang auseinandersetzen. Also so, wenn ich so ein Bild habe, dann will ich das auch in 2-3 Stunden fertig haben und dann will ich auch nicht nochmal alle Optionen durchgehen, wie man was umbauen könnte und umbelichten und was auch immer. Ich bin auch nicht, wenn Sachen geprintet werden oder gedruckt werden, dann finde ich das erste Ergebnis meist ziemlich geil und bin dann nicht so, da könnte ja noch das und das und das. Und das zieht sich dann auch, glaube ich, also das ich will dann andere Sachen machen. Ja. Also lieber schnell ans Ziel, zack, genau. Abhaken, nächstes Projekt. Ja. Lieber mehr als, ja. Genau. Das ist tatsächlich das. Maximierung der Ereignisdichte, habe ich immer gesagt. Ich finde es gut, ich kann es echt unterschreiben. Ich bin auch jemand, der überhaupt nicht nach dem Fehler im Bild sucht. Also ich sage mal, ich muss drauf gucken und ja, finde ich cool. Und meistens ist es immer so, dass irgendwie einen Tag später oder so kommt einer um die Ecke und sagt, sag mal, aber hast du gesehen, da oben links der dritte Pixel von der Kante? Und dann denke ich, nee, habe ich nicht gesehen. Aber das sind ja die Leute, die auch meist dann nicht mit irgendwem reden können. Und das, also die Fotos, die ich mache, leben ja eher von der Nähe zu dem Objekt. Und dementsprechend, ich weiß nicht, ob die dann das alles können, aber mich interessiert viel mehr, was der Mensch ist und nicht, was... Bei dir dreht sich auch alles um Menschen, oder? Also, ja, hauptsächlich. Ja, also ein paar Landschaftsfotos hast du, glaube ich... Ja, war echt wenig in letzter Zeit. Also normal wollte ich immer Heli fliegen, weil ich es irgendwie cool fand und weil es so geil war, da so von oben zu gucken und dies und das und Orientierung. Das Einzige, was ich wirklich richtig, 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 richtig gut kann, ist Orientierung. Also wenn ich irgendwo rüberfliege, dann kann ich dir danach jede Ecke sagen. Und wenn ich mit 12 Jahren in irgendeiner Kirche war auf einer Hochzeit, dann finde ich dir garantiert dahin. Das ist echt krass. Ich habe auch kein Navi und benutze nie ein Navi, weil ich das hasse. Ich gucke einmal auf eine Karte und 3 Tage später finde ich dir genau den Weg dorthin. Und das wiederum war voll geil, im Heli da so ein bisschen festzuhalten und die Landschaften zu haben. Wir haben das mal so gespielt als Gag, wir haben das mal für Materia auch gemacht. Ich kann dir zu allen Fotos, die ich je gesagt habe, innerhalb von 10 Sekunden auf die letzte Stufe Google Maps hinklicken, wo es gemacht ist. Alle Fotos der letzten 20 Jahre, schwöre ich dir. Wirklich. Das ist cool. Und also das auch übrigens, ich bin um das mal, Bild zu nehmen. Ich bin ja mal Fallschirm gesprungen. Und ähnlich wahrscheinlich. Ich fand das phänomenal, ich habe das tandemmäßig gemacht, ne? Ich musste mich um nichts kümmern. War eine ziemlich coole Geschichte, aber ich fand es phänomenal, dass wir da gelandet sind, wo wir hin wollten. Ne? Weil von oben, also ich war da völlig überfordert mit. Einfach durch die Größe, weil man springt ja, ich weiß nicht, was springt man da normalerweise ab, 3000 Meter oder so. Das ist schon verdammt hoch. Insofern, bemerkenswert. Also Menschen waren aber schon immer genau, eher Menschen finde ich interessant, finde ich auch gut. Find ich schöne Menschen, interessante Menschen, Leute, die irgendwas erreicht haben. Ich bin leicht zu beeindrucken mit Persönlichkeiten sozusagen. Das ist ja das Geile an unserem Leben. Also dass wir als Fotografen in Leben reinsteppen können, die festhalten können, dass wir dann aber auch wieder raussteppen können. Das ist auch ziemlich geil, finde ich. Also weißt du, weil jeder Fußballer, jeder Politiker, jeder andere Mensch wird sehr, sehr schnell sehr langweilig dann auch, weil die ja auch einfach ihren Job immer wieder machen. Und das ist das Geile an unserem Job, dass wir da so immer so lang drin bleiben können, bis es dann langweilig wird. Und das finde ich echt auch nur Glück. Das war kein Plan. Das war nicht so, dass ich mir 800 Berufe gescannt habe und dann wollte ich diesen auswählen, sondern es ist so einfach vor sich hin passiert. Und ob ich es immer machen werde, keine Ahnung. Du bist Fußballfan? Ja, offensichtlich. Sehr. Ich glaube, das erkennt selbst ein Blinder. HSV oder Pauli?
Wenn er auf jeden Fall Pauli, ich hasse den HSV. Verdammt. Das ist wirklich ein richtig... Können wir jetzt an dieser Stelle vielleicht... ja. Dieser Verein ist einfach absoluter Abschaum und Oberdreck, weil er einfach in der Struktur so Horror gemanagt ist, weil so Vollidioten von A bis Z da arbeiten, weil der Kader so schrecklich strukturiert ist und es wäre ja Gold da. Es gab mal vor 8 Jahren eine gute HSV-Mannschaft, so mit Romeo Castelen und sowas und die ganzen... Da gab es so interessante Leute und auch eine gute Struktur. Aber was seitdem, also jedes Jahr toppen sie sich ja an Wahnsinn, an Trainerverträgen, an was auch immer. Und auch das, was sie jetzt mit Tuchel gemacht haben und Labbadia und was da passiert. Also das ist einfach, das ist wirklich dilettantischer Scheiß. Und dementsprechend kann man diesen... Und es war so, also ich mag Tuchel sehr und bin auch mit Khedira ganz, ganz, ist ein sehr, sehr netter Mensch. Und beide wurden ja so irgendwann mal kokettiert. Und da war es ja kurz davor, dass man dann hätte ich fast anfangen müssen, den HSV zu mögen. Jetzt bin ich sehr, sehr, sehr froh, dass ich ihn aus voller Inbrunst immer noch richtig scheiße finde. Ja, ich bin mal gespannt. Ich komme ja ursprünglich aus Bielefeld. Ich denke ja, dass wir sowohl den HSV als auch Pauli und Bielefeld demnächst in einer Liga sehen und dann uns zu den Montagsspielen treffen können. Denn am Wochenende habe ich zum Beispiel immer wenig Zeit. Ja, sehr cool. Ich würde sagen, wir machen jetzt an dieser Stelle mal einen kurzen Cut und gleich im nächsten Kapitel würde ich mich dann gerne mal ein bisschen mehr mit dir wirklich über Beruf Fotograf unterhalten und was es überhaupt bedeutet, auf der einen Seite Aldi Produktfotograf und auf der anderen Seite Rockstar-Fotografie. Ja? Gerne.